Herzlich willkommen. Willkommen zum ersten Datensummit. Ganz wichtig. Es ist eher ungewöhnlich, in der Begrüßung mit den Danksagungen anzufangen. Ich mache das aber trotzdem jetzt. Ich will ganz herzlich Satya, Nadine, Elisa, Moritz und Johanna danken, sowie den vielen, vielen, vielen anderen aus dem Team der Open Knowledge Foundation, die dieses Event heute und vor allem auch morgen möglich gemacht haben. Ich denke, ohne euch würden wir hier alle nicht sitzen. Deswegen nochmal kurz ein Klatschen in die Runde zum Wachwerden. Natürlich will ich auch dem Videoteam danken, dem FOG, die uns helfen, diesen Summit auch ein bisschen festzuhalten. Für die, die Open Knowledge Foundation nicht kennen, auf der Webseite steht, wir setzen uns seit 5 Jahren für das Thema offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung ein. In der letzten Woche ist uns aufgefallen, dass es schon 6 Jahre sind. Fiona war so freundlich, mich darauf hinzuweisen oder uns alle darauf hinzuweisen. Ein Dank geht aber auch ganz klar an Frau Maus und an das BMVI. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an unser erstes Treffen vor wirklich über einem Jahr, ich glaube, es war der 23.2. oder sowas bei uns im Büro erinnern können. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns heute auf dieser gemeinsamen Veranstaltung wieder treffen. Und natürlich auch danke an das Veranstaltungsreferat des BMVIs, an das BMVI an sich für die Unterstützung und für den Veranstaltungsort, sowie natürlich an die Vertreterinnen und Vertreter, allen voran Frau Staatssekretärin Bär, für ihr Kommen. Ich bin gespannter als auf meine Begrüßung, bin ich auf Ihre Begrüßung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, Ihnen geht's genauso. Hätte mich jemand Anfang dieser Legislaturperiode gefragt, ob wir in dieser Legislaturperiode es noch schaffen, mit einem Ministerium zusammen einen Summit zum Thema Daten zu veranstalten, hätte ich, glaube ich, ziemlich ungläubig wo auch immer hingeguckt und hätte das definitiv verneint. Zum Glück habe ich mich geirrt. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist. Und worin ich mich nicht geirrt habe, ist allerdings bei der Annahme, dass wir auch am Ende der Legislaturperiode noch einen weiten Weg vor uns haben. Nicht nur beim Thema Open Data, Digitalisierung insgesamt. Das wurde auch bei der Vorstellung des Legislaturberichts der digitalen Agenda klar. Ich glaube, dass es da noch viel zu tun gibt. Zum Thema Daten oder bei den Themen Open Data und Öffnung und Transparenz von Regierungs- und Verwaltungshandeln geht es eben nicht nur um die bloße Bereitstellung von Daten oder irgendwie in dem besten Format, optimalfall maschinenlesbare Daten, sondern es geht auch um die Verhandlung der Frage, wie offene Daten und offenes Wissen für die Gesamtgesellschaft nutzbar gemacht werden können. Also für alle Teilnehmer oder beziehungsweise für alle Stakeholder, wie man heute so schön neudeutsch sagt, die unsere Gesellschaft prägen. Während bei dieser Frage offensichtlich noch ziemlich viel Uneinigkeit beherrscht, ich glaube, wir werden viel darüber sprechen heute und auch morgen, herrscht 2017 immerhin Einigkeit, dass Closed by Default keine Option mehr ist. Und das freut mich tatsächlich sehr. Das ist, glaube ich, einer der grundsätzlichsten Fortschritte, die wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben. Beispiele dafür gibt es viele. Das anstehende Open Data Gesetz, auch da kann man natürlich noch nachbessern, der Beitritt zur Open Government Partnership, natürlich aber auch der M-Fund des BMVIs und natürlich aber ganz, ganz wichtig auch dieser Datensummit heute, der ersten Datensummit 2017. Nicht zu unterschätzen ist nämlich der damit einhergehende Austausch. Er stellt nicht nur für mich, ich glaube für alle Teilnehmer oder für alle Bürgerinnen und Bürger die Grundlage für die notwendigen Veränderungen beim staatlichen Umgang mit Informationen, aber eben auch für die dringende, notwendige Gestaltung der Digitalisierung dar. Ganz passend dazu der Slogan des Summits, Work in Progress, Work on Progress. Trotz der genannten Initiativen fehlt es nämlich nicht nur meines Erachtens, sondern das sehen, glaube ich, viele andere auch so, immer noch an mehr konkreten Experimenten. Und dieser Austausch, den ich gerade angesprochen habe, der findet bisher leider immer noch viel zu selten, manchmal viel zu unstrukturiert und bisher auf keinen Fall breit genug statt. Auch wenn, ehrlich gesagt, der Taxifahrer heute Nacht, als ich ihn gefragt habe, was offene Daten sind, eine ganz gute Erklärung hatte. Er meinte nämlich, irgendwas auf dem Computer, was für andere sichtbar ist. Eine der besten Erklärungen, die ich eigentlich so gehört habe. Hier und heute und natürlich auch morgen im Beta-Haus wollen wir alle zusammenbringen, die Open Data in Deutschland voranbringen, weiterdenken und kennenlernen möchten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zur Zielstellung dieses Summits, dieses ersten Summits, dieses Experiments, muss man das auch nennen, für die nächsten 2 Tage. Und da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen was überlegt, wie wir dabei helfen können, diesen Austausch zu befeuern. Und einige von Ihnen werden diese wunderschönen Bändchen hier bekommen haben. Falls Sie die nicht bekommen haben,
sind so kleine Gummibändchen in unterschiedlichen Farben. Können Sie die sich sicher noch in der Pause vorne abholen. Diese Bändchen, davon sollten Sie drei haben. Wenn Sie nur ein oder zwei haben, gehen Sie nochmal hin, grüßen Sie schön von mir und sagen, Sie wollen noch ein paar mehr haben. Diese Bändchen sind für uns ein Mittel auf diesem Summit, aber heute, das ist quasi so ein bisschen Level 1 der Aufgaben, die wir auch mitgeben wollen, den Austausch zu stärken. Wie soll das funktionieren? Ich würde es jetzt mal quasi am Beispiel mit der Staatssekretärin versuchen vorzuführen. Sie hat kein Bändchen, aber wenn sie ein Bändchen hätte, dann würde das ungefähr so laufen. Ich würde versuchen, eine Konversation zu starten. Oh, es gibt ein Bändchen, die Verwaltung hat schwarz. Ja, jetzt haben Sie den Conversation Starter gemacht, jetzt ist es kaputt. Nein, Quatsch. Die Verwaltung hat schwarz, pink ist die Zivilgesellschaft, wir haben noch grau, wir haben ganz viele unterschiedliche bunte Farben. Falls man nicht weiß, warum man die Farbe bekommen hat, vielleicht nicht mich fragen, aber die vielen Helferinnen und Helfer der OKF. Und ich würde jetzt quasi in dem Gespräch einfach zu Frau Bär hingehen und würde sie eher auf die Bühne bitten, weil sie nämlich jetzt auch mit ihrer Begrüßungsrede dran ist, und würde sie fragen, Frau Bär, warum hat Deutschland eigentlich noch nicht die internationale Open Data Charta gezeichnet? Was kann man da tun? Und zum Glück habe ich kein Mikro. Jetzt. Sie haben kein Mikro, Sie können einfach hier mit rein. Ich habe gesagt, zum Glück habe ich jetzt kein Mikro. Das war so geplant, ehrlich gesagt. Und dann würden Sie mir die perfekte Antwort geben und mir versprechen, dass das in den nächsten zwei Tagen stattfindet. Und daraufhin würden wir einfach mal unsere Bändchen austauschen. Und? Und wir hätten dann endlich sechs Prinzipien, nicht nur, dass man Daten veröffentlichen muss, sondern wie man Daten veröffentlicht am besten. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch, Ihnen viel, viel Spaß. Ich bin nochmal wirklich total geflasht, wie professionell diese Veranstaltung jetzt schon ist. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten zwei Tage noch passiert, und übergebe dann an Frau Bär, an die Staatssekretärin, und hoffe, Sie erinnern sich nicht an unsere Auseinandersetzung auf Twitter, aber...